Es war einmal im magischen Land Equestria. Dort lebten zwei Schwestern, die gemeinsam regierten und Harmonie über das ganze Land brachten. Die Ältere ließ mit ihren Einhornkräften am frühen Morgen die Sonne aufgehen. Die Jüngere rief zu Beginn der Nacht den Mond hervor. So hielten die Schwestern in ihrem Königreich alles im Gleichgewicht und sorgten für ihre Untertanen, die verschiedenen Ponyarten. Doch im Laufe der Zeit wurde die jüngere Schwester eifersüchtig. Denn die Ponys spielten und genossen den Tag, den ihre Schwester geschaffen hatte, und ihre wunderschönen Nächte verschliefen sie. Eines Tages weigerte sich die jüngere Schwester plötzlich, den Mond untergehen zu lassen. Die ältere Schwester wollte mit der jüngeren reden, doch die Verbitterung in ihrem Herzen hatte diese bereits in ein Pferd der Finsternis verwandelt, in Nightmare Moon. Sie drohte, ewige Nacht über das Land zu bringen. Nur ungern nutzte die ältere Schwester die mächtigste Magie, die man im Ponyreich kannte. Die Elemente der Harmonie. Mit Hilfe der magischen Elemente der Harmonie konnte sie ihre jüngere Schwester besiegen und verbannte sie für alle Zeit auf den Mond. Fortan regierte die ältere Schwester über beides, Sonne und Mond. So konnte sie die Harmonie in Equestria wiederherstellen, die bis zum heutigen Tag währt. Die Elemente der Harmonie. Ich weiß, dass ich davon schon mal gehört habe. Aber wo? My little pony, my little pony. Ah, my little pony. Ich fragte, wozu Freundschaft gut sein kann. My little pony. Doch dann botet ihr die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel. Und etwas fürs Herz. Von allem ganz viel. Lieb und freundlich. Zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Meine ehrlichen Ponys. Meine allerbesten Freunde seid ihr. Da bist du ja, Twilight. Moondancer hat eine kleine Party im Westhof des Schlosses organisiert. Kommst du mit? Oh, tut mir leid, Mädels. Ich habe heute noch eine Menge zu lernen. Macht dieses Pony eigentlich noch was anderes als lernen? Sie interessiert sich mehr für Bücher als für ihre Freunde. Irgendwo habe ich schon mal von den Elementen der Harmonie gehört. Schnell, ich brauche das Buch Weissagungen und Prophezeiungen. Was ist das denn? Tja, eigentlich war es ein Geschenk für Moondancer, aber... Oh, Spike, du weißt, dass wir für so etwas keine Zeit haben. Wir wollten doch mal Pause machen. Nein, 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 nein! Spike! Es ist hier oben! Oh. Elemente, Elemente, Aha, Elemente der Harmonie, siehe, das Pferd im Mond. Das Pferd im Mond? Das ist ein uraltes Ponymärchen. Pferd, Pferd. Aha, das Pferd im Mond, ein Mythos aus alten Ponyzeiten. Ein mächtiges Pony wollte einst Equestria regieren. Es wurde von den Elementen der Harmonie besiegt und auf den Mond verbannt. Die Legende besagt, dass ihr am längsten Tag im tausendsten Jahr die Sterne bei der Flucht helfen und sie für ewige Nacht sorgen wird. Spike, weißt du, was das bedeuten kann? Nein. Achtung, bitte notiere an die Prinzessin. Okay, mach ich. Liebe Prinzessin, während meiner fortlaufenden Studien der Ponymagie habe ich entdecken müssen, dass wir kurz vor einer Katastrophe stehen. Moment. Katas... Gefahr. Unglück? Schreibt, dass bald was ganz Schlimmes passiert. Weißt du eigentlich, dass das Pferd im Mond in Wahrheit Nightmare Moon ist? Sie wird nach Equestria zurückkehren und ewige Nacht über das Land bringen. Wir müssen etwas unternehmen, damit sich diese furchtbare Prophezeiung nicht erfüllt. Ich hoffe auf baldige Antwort. Deine treu ergebene Schülerin Twilight Sparkle. Twilight Sparkle. Fertig. Gut.
Verschicken. Sofort? Natürlich. Also ich weiß nicht, Twilight. Prinzessin Celestia muss sämtliche Vorbereitungen zur Sommersonnenfeier treffen. Und das Fest ist doch schon übermorgen. Genau darum, Spike. Denn übermorgen jährt sich die Sommersonnenfeier zum 1000. Mal. Es ist vonnöten, dass wir die Prinzessin sofort benachrichtigen. Vonnöten? Vom Nöten? Es ist dringend! Okay, okay. Bitte, schon unterwegs. Abwarten, was jetzt passiert. Keine Sorge, Spike. Die Prinzessin schenkt mir ihr Vertrauen. Sie kennt mich jetzt schon seit so vielen Jahren und hat noch nie an mir gezweifelt. Siehst du, ich wusste, dass sie sofort reagiert. Meine liebe und treu ergebene Schülerin Twilight. Du weißt, dass ich dein Eifer zu schätzen weiß und dass ich dir sehr vertraue. Aber du musst endlich aufhören, diese verstaubten alten Bücher zu lesen. Oh. Meine liebe Twilight, es gibt mehr im Leben eines jungen Ponys als nur zu lernen. Ich möchte, dass du die diesjährigen Vorbereitungen der Sommersonnenfeier überwachst. Wir feiern in diesem Jahr in Ponyville. Und ich habe mir noch eine weitere Aufgabe für dich überlegt. Finde neue Freunde. Siehst doch mal positiv, Twilight. Die Prinzessin hat dir erlaubt, hier in einer Bibliothek zu wohnen. Macht dich das denn nicht glücklich? Ja, doch tut es. Weißt du warum? Ich habe nämlich recht. Ich erledige so schnell wie möglich diese Vorbereitung und dann suche ich weiter nach Beweisen für Nightmare Moons Rückkehr. Aber die Prinzessin hat auch gesagt, du sollst Freundschaften schließen. Zunächst soll ich die Vorbereitungen überwachen. Als ihre Schülerin erfülle ich meine königliche Pflicht, aber das Schicksal von Equestria wartet nicht, bis ich Freunde finde. Vielen Dank, meine Herren. Vielleicht haben die Ponys in Ponyville ja auch interessante Gesprächsthemen. Komm schon, Twilight, versuch's zumindest. Hallo? Wow, was für ein interessantes Gespräch. Diesjährige Sommersonnenfeier, offizielle Aufpasser-Checkliste. Erstens Vorbereitungen fürs Festessen auf der Plantage Sweet Apple Acres. Bringen wir es hinter uns. Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Twilight Sparkle. Hey, hallöchen, Twilight. Wie schön, deine Bekanntschaft zu machen. Ich bin Applejack. Wir hier bei Sweet Apple Acres freuen uns immer über neue Freunde. Freunde? Eigentlich wollte ich... Also, was kann ich für dich tun? Ich bin hier, weil ich die Vorbereitungen für die Sommersonnenfeier überwachen soll. Bist du verantwortlich fürs Essen? Da bist du an der richtigen Adresse. Willst du vielleicht mal kosten? Gern, aber nur, wenn es nicht zu lange dauert. Süppchen für alle, ihr Ponys da draußen! Also, wenn ihr gestattet, stelle ich euch meine ganze Familie vor. Danke, aber wir haben es ein wenig eilig. Das ist Apple Fritter, Apple Bumpkin, Red Gala, Red Delicious, Golden Delicious, Caramel Apple, Apple Strudel, Apple Tart, Baked Apples, Apple Brioche, Apple Cinnamon Crisp, Big Macintosh, Apple Bloom und Granny Smith. Hey, wach auf, Granny Smith. Wir haben Gäste. Was? Die Suppe ist fertig. Langsam, ich komme ja schon. Tja, jetzt seid ihr schon fast Teil unserer großen Familie. Okay, na dann. Wie ich sehe, habt ihr die Essenssituation voll im Griff. Also machen wir uns wieder auf den Weg. Bleibt ihr denn nicht zum Brunch? Tut mir leid, aber wir haben noch schrecklich viel zu tun. Oh. Na schön. Das Festessen ist gebongt. Als nächstes kommt das Wetter. Oh, das war echt viel zu viel Kuchen. Da gibt es wohl ein Pegasus-Pony namens Rainbow Dash. Das soll die Wolken wegschieben. Aber besonders gut scheint sie darin nicht zu sein. Entschuldige. Komm, ich helf dir. Ups.
hab's mal wieder übertrieben. Wie wär's damit? Mein eigens patentierter Regentrockenpuster. Nein, du brauchst dich nicht zu bedanken. War mir ein großes Vergnügen. Lass mich raten, du bist Rainbow Dash. Ja, genau die bin ich. Hast du schon von mir gehört? Ich habe gehört, dass du den Himmel von Wolken frei halten sollst. Ich bin Twilight und die Prinzessin bat mich, das Wetter zu kontrollieren. Ja, ja, ist doch kein Problem. Das erledige ich, sobald ich mit dem Training fertig bin. Was für ein Training? Wofür? Die Wonderballs! Die sollen nämlich morgen beim Fest auftreten. Und ich will ihnen zeigen, was ich so drauf hab. Die Wonderballs? Yep. Die überragendsten Flieger in ganz Equestria? Genau die. Bitte. Die würden doch nie ein Pegasus-Pony akzeptieren, das nicht mal einen Tag den Himmel frei halten kann. Hey, wenn ich will, kriege ich den Himmel in 10 Sekunden blank. Beweise es. Schwuppdiwupp und fertig! Was habe ich gesagt? In 10 Sekunden blank. Ich lasse Ponyville doch nicht hängen. Jetzt solltest du mal dein Gesicht sehen. Du bist echt witzig, Twilight Sparkle. Wollen wir nicht mal was zusammen machen? Sie ist echt unglaublich. Warte, es ist eigentlich ganz hübsch, wenn man sich dran gewöhnt hat. Die Dekoration ist wunderschön. Ja, alles ist wirklich traumhaft geschmückt. Dann geht es hier schnell und ich bin ruckzuck wieder in der Bibliothek. Wirklich sehr schön. Nicht die Dekoration. Sie. Nein, nein, nein. Oh, bloß nicht nein. Wie stehen meine Stacheln? Sind sie gerade? Hallo, guten Tag. Einen Moment bitte. Ich bin gerade in der Deko-Dimension. Ah, ja. Ein bisschen Glitzer gibt immer den letzten Schliff. Ach, Rarity, du bist so ein Talent. Gut, wie kann ich euch helfen? Du meine Güte, Herzchen. Was ist denn das für eine Frisur? Oh, ach so, du meinst meine Mähne. Eine sehr lange Geschichte. Ich wollte nur kurz die Deko checken, dann kommt meine Mähne dran. Oh, ich meinte doch meine Mähne. Wieso denn deine? Warte, wo gehen wir denn hin? Hilfe! Nein, nein. Oh, zu grün, zu gelb, zu fluffig. Nicht fluffig genug. Zu rüschig, zu glänzend. Red ruhig weiter, Liebes. Du wolltest mir gerade erzählen, wo du herkommst. Ich wurde aus Canterlot gerufen. Canterlot? Oh, du bist zu beneiden. Der Glamour, ein Traum von Kultur. Ich habe mir immer so sehr gewünscht, dort zu leben. Ich kann es gar nicht erwarten, dass du mir alles erzählst. Du und ich, wir werden mit Sicherheit beste Freundinnen. Smaragde, was habe ich mir dabei gedacht? Ich besorg dir ein paar Rubine. Schnell, bevor sie auch noch mein Fell umfärben will. Fandest du sie nicht auch wunderschön? Konzentration, Casanova. Was steht noch auf der Liste? Musik als letzter Punkt. Oh nein, bitte alle mal aufhören. Entschuldige, mein Vögelchen, nicht bös gemeint, aber du hingst rhythmisch ein winziges bisschen hinterher. So, noch einmal von vorn. Und eins, und zwei, und eins, zwei, drei. Hallo! Oh wei, es tut mir so leid. Ich wollte die Vögel nicht erschrecken. Ich wollte nur checken, wie es mit der Musik läuft. Und es hört sich wunderschön an. Ich bin Twilight Sparkle. Wie heißt du denn? Fluttershy. Entschuldige, wie bitte? Mein Name ist Fluttershy. Ich hab's irgendwie nicht verstanden. Wow, sieht aus, als wären deine Vögel zurück. Dann ist ja jetzt alles in Ordnung. Schön weitermachen. Okay. Das
war ja einfach. Oh, ein Babydrache! Oh, ich habe ja noch nie einen Babydrachen gesehen. Bist du süß? Oh, wow, wow. Du meine Güte, er kann sprechen. Ich wusste nicht, dass Drachen das können. Das ist so unglaublich traumhaft, das verschlägt mir ja glatt die Sprache. Wenn das so ist, dann gehen wir wohl besser. Oh, warte, wie heißt er denn? Ich bin Spike. Hi, Spike. Ich bin Fluttershy. Wow, ein sprechender Drache. Und worüber reden Drachen denn so? Was willst du wissen? Am liebsten möchte ich alles von dir wissen. Also, ich bin aus einem süßen, kleinen, lila-grünen Ei auf die Welt geschlüpft. Und jetzt kennst du die Geschichte meines ganzen Lebens. Naja, bis heute jedenfalls. Willst du auch was über heute hören? Oh ja, bitte. Es tut mir überaus leid. Die Zeit verging fast wie im Flug. Hier wohnen wir, solange wir in Ponyville sind. Und mein süßer Babydrache braucht wirklich seinen Schlaf. Nein, brauch ich nicht. Och, sieh ihn dir an. Er ist schon so müde, er kann nicht mal mehr auf seinen Füßchen stehen. Armes Ding, ich bring dich ganz schnell ins Bettchen. Ja, ich übernehme das dann. Gute Nacht. Ach, wie unhöflich. Tut mir leid, Spike, aber ich muss der Prinzessin beweisen, dass Nightmare Moon kommt. Uns läuft die Zeit davon. Ich muss in Ruhe arbeiten können, ohne dass ein Haufen Ponys versucht, Freundschaft mit mir zu schließen. Wo geht das Licht an? Und ich gebe diese Party nur für dich. Das war eine Überraschung, was? Eine tolle Überraschung. In Bibliotheken sollte es eigentlich ruhig sein. Albern, was wäre denn das für eine Willkommensparty, wenn wir ruhig wären? Ich meine, das wäre doch total langweilig. Ich habe dich schon gesehen, als du angekommen bist. Erinnerst du dich? Du hast Hallo gesagt und ich so... Erinnerst du dich? Ich habe dich noch nie gesehen. Und wenn ich dich noch nie gesehen habe, dann bist du neu. Ich kenne nämlich jedes Pony und damit meine ich jedes Pony in Ponyville. Und wenn du neu bist, kennst du hier noch niemanden. Und wenn du noch niemanden kennst, hast du noch keine Freunde. Und ohne Freunde bist du einsam. Und das hat mich traurig gemacht. Da hatte ich eine Idee. Jetzt gehe ich, dachte ich. Und habe eine super tolle, spektakuläre Willkommensparty geplant und alle aus Ponyville eingeladen. Siehst du? Und schon hast du eine ganze Menge Freunde. Alles in Ordnung, Zuckerschnäuzchen? Doch, vor Freude kommen ihr die Tränen. Scharfe Soße. Wow, voll gut. Hey, Twilight, Pinky spielt mit uns, klebt dem Pony den Schweif an. Machst du mit? Nein, alle Ponys in dieser Stadt sind doch total verrückt. Weißt du, wie spät es ist? Es ist der Abend vor der Sommersonnenfeier. Jedes Pony muss wach bleiben, bis die Prinzessin die Sonne aufgehen lässt. Twilight, du solltest dich auch mal amüsieren. Das hier ist eine Party. Ich wollte mehr über die Elemente der Harmonie rausfinden, aber ich Dummerchen. Diese ganze blöde Freunde-Aktion hat mich davon abgehalten. Die Legende besagt, dass ihr am längsten Tag im tausendsten Jahr die Sterne bei der Flucht helfen und sie dann für ewige Nacht sorgen wird. Ich hoffe, die Prinzessin hat recht. Und alles ist doch nur ein altes Ponymärchen. Komm schon, Twilight! Wir sehen uns alle den Sonnenaufgang an! Ist das nicht aufregend? Bist du aufgeregt? Also ich war noch nie so aufgeregt. Außer als du in die Stadt gekommen bist und ich dachte so... Aber mal ehrlich, wer kann das hier noch toppen? Liebe Ponys von Ponyville, als eure Bürgermeisterin ist es mir ein großes Vergnügen, euch nun den Beginn unserer großen Sommersonnenfeier zu verkünden. In wenigen Augenblicken können wir den Anblick des magischen Sonnenaufgangs genießen und feiern dann zusammen den längsten Tag des Jahres. Aber zunächst ist es mir eine große Ehre, Prinzessin Celestia begrüßen zu dürfen, das Pony, das uns Tag ein, Tag aus die Sonne und den Mond schenkt. Umsichtig und weise sorgt sie für Harmonie in ganz Equestria. Fertig? Prinzessin Celestia! Nichts Gutes bedeuten. Versucht ruhig zu bleiben, Ponys. Dafür wird es bestimmt eine Erklärung geben. Oh, ich liebe Versteckspielen. Na, wo ist sie denn? Sie ist verschwunden. Oh,
meine geliebten Untertanen, es ist schon so lange her, dass ich euch kleine, niedliche Sonnenliebhaber gesehen habe. Wo hältst du unsere Prinzessin versteckt? Oh nein, bleib hier! Was denn? Bin ich euch etwa nicht königlich genug? Wisst ihr nicht, wer ich bin? Oh, Rätselraten! Ich krieg's raus. Vielleicht die böse Königin? Nein. Black Stuti! Anscheinend interessiert sich hier niemand mehr für meine Krone, weil ich 1000 Jahre lang eingesperrt war. Erinnert ihr euch nicht an die Legende? Konntet ihr die Zeichen nicht deuten? Ich schon. Ich weiß genau, wer du bist. Du bist das Pferd im Mond. Nightmare Moon. Ah! Na, sieh mal an. Wenigstens ein Pony erinnert sich an mich. Dann weißt du auch, warum ich hier bin. Du bist hier, weil... Diesen Tag vergesst ihr nie, kleine Ponys, denn es ist euer letzter. Denn von diesem Moment an wird es für immer und ewig Nacht sein. Elemente der Harmonie. Siehe, das Pferd im Mond. Aber das ist ein uraltes Ponymärchen. Und sie wird für ewige Nacht sorgen. Es ist vonnöten, dass wir die Prinzessin sofort benachrichtigen. Siehst du, ich wusste, dass sie sofort reagiert. Meine liebe Twilight, es gibt mehr im Leben eines jungen Ponys, als nur zu lernen. Finde neue Freunde. Alle Ponys in dieser Stadt sind total verrückt. Ich hoffe, die Prinzessin hat recht. Wo ist sie? Oh nein. Nightmare Moon. Ergreift sie! Nur sie weiß, wo die Prinzessin ist! Kommt mir nicht näher, ihr Ponys! Halt! Hier geblieben! Dunkle Nacht? Für immer und ewig? Wo will sie denn hin? Wir müssen Nightmare Moon aufhalten. Du hast die ganze Nacht nicht geschlafen. Dabei bist du doch noch ein kleiner Babydrache. Elemente, Elemente, Elemente. Oh, wie soll ich Nightmare Moon denn ohne die Elemente der Harmonie aufhalten? Und was bitteschön sind die Elemente der Harmonie? Und woher wusstest du das eigentlich mit Nightmare Moon, ha? Bist du eine Spionin? Oh! Jetzt komm mal runter, Schätzchen. Sie ist keine Spionin. Aber sie weiß ganz genau, was hier vorgeht. Habe ich recht, Twilight? Ich habe eine Prophezeiung über Nightmare Moon gelesen. Es gibt nur einen Weg, wie wir sie aufhalten können. Und das sind die geheimnisvollen Elemente der Harmonie. Und ich weiß weder, was sie sind, noch wo man sie findet. Ich weiß auch nicht, was sie bewirken. Die Elemente der Harmonie. Eine erste Einführung. Wie hast du das gefunden? Es stand halt unter E. Oh. Es gibt 6 Elemente der Harmonie, aber nur 5 sind bekannt. Freundlichkeit, Lachen, Großzügigkeit, Ehrlichkeit und Treue. Das 6. bleibt ein geheimnisvolles Rätsel. Es heißt, dass sich die 5 bekannten Elemente einst im damaligen Schloss der königlichen Ponyschwestern befanden. Die Ruinen des Schlosses sind auch heute noch im... Im Wald der ewigen Magie? Hui, na dann mal los! Immer langsam. Hört zu, vielen Dank, dass ihr mir helfen wollt. Aber ich würde das lieber allein erledigen. Kommt nicht in Frage, Zuckerschnäuzchen. Wir lassen keine unserer Freundinnen allein an so einen unheimlichen Ort gehen. Wir kleben an dir wie Karamell an einem kandierten Apfel. Mhm. Und ganz besonders, wenn es dort drin auch kandierte Äpfel gibt. Was denn? Die schmecken doch lecker. Sagt... War von euch schon mal jemand hier? Oh, wo denkst du hin? Sieh dich doch um. Es ist schrecklich hier. Hier geht's nicht mit rechten Dingen zu. Die Leute sagen, es ist ganz anders als sonst in Equestria. Was soll denn das heißen? Kein Pony kann das beantworten. Wisst ihr auch warum? Rainbow, hör auf damit. Weil kein Pony, das hierher gekommen ist, wieder weggekommen ist. Klar! Flatterschall, schnell! Oh nein, oh nein, oh nein! Ah!
Lass los. Bist du wahnsinnig? Nein, bin ich nicht. Ich verspreche dir, dir wird nichts passieren. Das ist doch Blödsinn. Jetzt hör mir genau zu. Ich meine es ehrlich. Du kannst mir wirklich vertrauen. Lass los und du bist in Sicherheit. Entschuldigt, Mädels, mehr als ein oder zwei Häschen hochzuheben, bin ich einfach nicht gewohnt. Als Pinky und Rarity gerettet waren, wusch, haben ich und Fluttershy einen Looping gedreht und wow, dich im letzten Augenblick aufgefangen. Ich weiß, Rainbow, ich war dabei und ich bin euch sehr dankbar, aber wir sollten... Ein Löwenwesen! Wir müssen an ihm vorbei. Na, warte, du Wüterich! Meine Frisur! Warte! Jeha! Na los, kleines Hündchen! Warte! Ah! Jetzt gehört er dir. Schon dabei! Warte! Baby. Wie bitte, klein? Das tut jetzt ganz kurz ein kleines bisschen weh. Fluttershy! Ah, du bist ein kleines, liebes Babykätzchen, oder? Ja, das bist du. Ja, das bist du. Woher wusstest du das mit dem Dorn? Wusste ich gar nicht. Manchmal reicht eben auch nur ein wenig Freundlichkeit. Oh, meine Augen brauchen mal eine Ruhepause von diesem Zeug hier. So hatte ich das auch nicht gemeint. Die alte Ruine könnte direkt vor unseren Augen stehen, wir würden sie nicht erkennen. Oh, Entschuldigung, ich habe dich gar nicht gesehen. Nein, war meine Schuld. Seid ihr noch da? Ja, hier. Oh nein, ich bin in irgendwas reingetreten. Mann, war doch nur Matsch. Was? Seht ihr das nicht? Als Fohlen war ich ängstlich, ständig war mir Angst und bang. Sagt, dass sie es nicht tut. Es dunkel wurde abends und die Schatten wurden lang. Doch, sie tut. Ich grub mich in mein Kissen, damit ich nichts mehr sah. Doch Oma sprach, zum Fürchten ist nun wirklich kein Grund da. Aber was dann? Sie sprach, Pinky, bezwing doch deine Furcht, denn sonst lernst du's nie. Stell und schon verschwinden sie. Ha, ha, ha! Drum grinse, wenn sich gruselt, wenn was um dich gruselt. Krass erklingt dein Lachen, lass es richtig krachen. Bis wenn du bedroht wirst, du vor Lachen rot wirst. Und sag dem gruseligen Dummy, er soll sich verdrücken und dich in Ruhe lassen. Und wenn er dir weiter Angst machen will, dann kann er was erleben und allein der Gedanke daran bringt einen Schutz um. Oh, wie sollen wir denn da rüberkommen? Was für eine Welt! Was für eine Welt! Entschuldige, Seeschlange.
Warum weinst du denn? Ja, das weiß ich doch auch nicht. Ich habe hier einfach gesessen und mich um meine eigenen Angelegenheiten gekümmert, als diese kitschige kleine Wolke aus lila Rauch an mir vorbeiflog und mir die Hälfte meines geliebten Schnurrbartes abgerissen hat. Und nun sehe ich wahrlich furchterregend aus. Bitte übertreibst du da nicht? So ein Theater wegen einem Schnurrbart? Natürlich, weswegen denn sonst? Wie kann man nur so unsensibel sein? Oh, seht ihn euch doch an. Solche wunderschöne, leuchtende lila Schuppen. Ja, ich weiß. Und die professionell gestylte Mähne. Oh, weiß ich doch, weiß ich doch. Und eine fantastische Maniküre. Oh, ja, ganz genau. Alles ist ruiniert durch deine fehlende Schnurrbartseite. Stimmt, ich bin so hässlich. Ein derartiges Verbrechen an deiner außergewöhnlichen Schönheit kann ich nicht unkorrigiert lassen. Au! Warum hast du das denn jetzt getan? Rarity, was ist... Ah! Oh. Ein Schnurrbart! Oh, überaus entzückend! Du siehst umwerfend aus. Oh, Rarity, dein wunderschöner Schweif. Oh, ist gar kein Problem, mein Herzchen. Kurzschweiffrisuren sind gerade in. Außerdem wird er bald nachwachsen. Genauso wie der Schnurrbart. Ah, wir können jetzt drüber. Kommt schon! Wenn ihr gestatten würdet... Da ist sie ja. Die Ruine, in der die Elemente der Harmonie zu finden sind. Wir haben es geschafft. Twilight, warte auf uns. Wir sind fast da. Irgendwie scheinst du auf gefährliche Abhänge zu stehen. Und was jetzt? Na? Oh ja! Ist das? Rainbow. Ich hab keine Angst vor dir. Komm her und zeig dich. Seit langem warten wir auf die Ankunft der besten Fliegerin in ganz Equestria. Auf wen? Bitte. Auf dich natürlich. Wirklich? Ich meine, na klar, mich. Hey, würde es euch was ausmachen, das auch den Wonderbolts zu verklickern? Ich versuche nämlich schon seit Ewigkeiten, bei denen Mitglied zu werden. Nein, Rainbow Dash, wir wollen, dass du eine von uns wirst. Ein Shadowbot. Wir sind das beste Flugteam im Wald der ewigen Magie. Und bald werden wir das beste Flugteam in ganz Equestria sein. Aber zuerst brauchen wir eine Anführerin. Es muss die fabelhafteste. Ja. Die schnellste. Ja. Und brillanteste Fliegerin des Landes sein. Ja, da seid ihr schon richtig. Wir brauchen dich. Ich unterschreibe. Gebt mir einen Vertrag. Lasst mich nur schnell diese Brücke festmachen, dann sind wir im Geschäft. Nein. Entweder wir oder sie. Rainbow, was machst du denn da so lange? Oh nein. Rainbow! Hör nicht auf sie! Also? Ihr wart sehr freundlich, mir dieses Angebot zu machen. Aber leider muss ich es ablehnen. Super, Rainbow. Seht ihr? Ich lasse meine Freundinnen niemals hängen. Wow. Komm her, Twilight. Darauf hast du doch die ganze Zeit gewartet. Die Elemente der Harmonie. Wir haben sie gefunden. Vorsichtig, vorsichtig. Eins, zwei, drei, vier... Wo ist das Sechste? Im Buch steht, wenn fünf vorhanden sind, wird ein Funke dafür sorgen, dass sich das Sechste auch zeigt. Was zum Hafer soll das denn bedeuten? Ich bin nicht sicher, aber ich habe eine Idee. Tretet zurück. Ich weiß nicht, was passieren wird. Kommt mit, Ponys. Sie muss sich konzentrieren. Thank you.
machst Witze. Das soll wohl ein Scherz sein. Nur ein einziger Funke. Komm schon, komm schon. Du kannst mich besiegen. Du wirst weder die Prinzessin noch die Sonne je wiedersehen. Von nun an wird es ewig Nacht sein. Du denkst wohl, du kannst die Elemente der Harmonie so einfach zerstören? Tja, da irrst du dich. Denn die Kräfte der Elemente der Harmonie sind immer noch hier. Was? Applejack gab mir Zuversicht trotz all meiner Zweifel. Sie steht für das Element der Ehrlichkeit. Fluttershy hat das Löwenwesen mit ihrem Mitleid gezähmt. Sie verkörpert das Element der Freundlichkeit. Pinkie Pie, die der Gefahr mitten ins Gesicht lachte, vertritt das Element des Lachens. Rarity beruhigte eine tieftraurige Seeschlange mit einem bedeutenden Geschenk. Das ist das Element der Großzügigkeit. Und Rainbow Dash ließ ihre Freundinnen nicht einmal für ihren Herzenswunsch im Stich. Sie repräsentiert das Element der Treue. Das Wesen dieser fünf Ponys hat uns jede Herausforderung meistern lassen, die du uns gestellt hast. Euch fehlt aber noch das sechste Element. Du hast keinen Funken gezündet. Hab ich doch. Eine andere Art von Funken. Ich spürte ein Funken des Glücks, als mir klar wurde, wie froh ich war, euch zu hören, euch zu sehen und wie viel ihr mir bedeutet. Dieser Funke entzündete sich in mir, als ich begriff, dass ihr alle meine Freundinnen seid. Siehst du, Nightmare Moon? Die Kraft der Elemente wird ausgelöst durch den Funken, der im Herzen aller Lebewesen wohnt. Er erschafft das sechste Element, das Element der Magie. Alles okay? Ach, du lieber Himmel! Oh, Rarity, er ist wunderschön. Weiß ich doch, ich werde mich nie wieder von ihm trennen. Ich meinte, dein Halsschmuck. Er sieht aus wie dein Schönheitsfleck. Was? Hä? Genauso wie deiner. Und sieht bei meiner! Sieht bei meiner! Oh, yeah! Meine Güte, Twilight. Und ich dachte zuerst, du erzählst nur Unsinn. Aber ich glaube, wir verkörpern wirklich die Elemente der Freundschaft. Ja, das tut ihr. Oh, Prinzessin Celestia! Twilight Sparkle, meine treue Schülerin. Ich wusste, du schaffst es. Du sagtest doch, es sei ein altes Ponymärchen. Ich sagte, du solltest neue Freunde finden. Nichts weiter. Ich erkannte die Zeichen für Nightmare Moons Rückkehr und ich wusste, dass du die Magie in dir trägst, um sie zu besiegen. Aber die konntest du nur erwecken, indem du wahre Freundschaft in deinem Herzen empfindest. Ich wünschte, noch jemand könnte das. Prinzessin Luna. Ah. 1000 Jahre ist es her, dass ich dich in dieser Gestalt gesehen habe. Es wird Zeit, dass wir unseren Streit endlich beenden. Wir sollten doch gemeinsam regieren, kleine Schwester. Schwester? Nimmst du meine Freundschaft an? Oh!
tut mir furchtbar leid. Du hast mir so gefehlt, große Schwester. Du mir auch, Luna. Hey Mädels, wisst ihr, was jetzt angesagt ist? Eine Party! Was bedrückt dich, meine treue Schülerin? Freust du dich nicht, dass du deine Aufgabe erfüllt hast und deine Studien in Canterlot fortführen kannst? Genau das ist es. Gerade habe ich erfahren, wie schön es ist, Freunde zu haben. Da muss ich sie auch schon wieder verlassen. Spike, bitte notieren. Ich, Prinzessin Celestia, verfüge hiermit, dass das Einhorn Twilight Sparkle eine neue Mission für Equestria übernimmt. Sie soll ihre Studien der Freundschaftsmagie fortsetzen und mir ihre neuen Ergebnisse vortragen. Aus ihrer neuen Heimat Ponyville. Dankeschön, Prinzessin Celestia. Ich werde noch eifriger studieren als vorher. Ich war noch nie so aufgeregt, außer als du in die Stadt gekommen bist. Und ich dachte so, was kann das noch toppen? Nein. Nein. Vielen Dank, dass du mir hilfst, Twilight. Ich habe mit Big Macintosh gewettet, dass ich es schaffe, alle Äpfel bis zum Mittagessen in die Scheune zu bringen. Wenn ich gewinne, muss er in einem von Grannys Kleidern die Hauptstraße runterlaufen. Es macht mir Spaß, dir zu helfen, Applejack. Aber ich bin auch erleichtert, dass wir es geschafft haben. Das Äpfelpflücken war anstrengend und hat mich hungrig gemacht. Oh ja, mich auch. Oh, bitte, Spike. Du hockst seit heute Morgen auf meinem Rücken und hast keine Kralle gekrümmt. Allerdings. Ihr zwei habt ja auch so lange gebraucht, dass ich vom Zusehen müde wurde. Ah, du hörst ja, ich brauch was zu essen. Nein. Warum? Aha! Oh, Spike, der Apfel sieht ja voll lecker aus. Ich... Spike! Was? Oh, das ist ein Brief von Prinzessin Celestia. Oh, hört, oh, hört. Ihre prachtvolle königliche Hoheit, Prinzessin Celestia von Equestria, freut sich mitteilen zu dürfen, dass am 21. diesen Monats die prachtvolle Galloping-Gala in der wunderhübschen Hauptstadt von Canterlot stattfindet. Ich, bla 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 bla, lade dich, Twilight Sparkle und einen Begleiter deiner Wahl ganz herzlich dazu ein. Oh, die prachtvolle Galloping-Gala! Die prachtvolle Galloping-Gala! Sieh nur, zwei Karten. Wow, Wahnsinn. Ich war noch nie bei der Gala. Warst du da schon, Spike? Nein, und ich werde auch dafür sorgen, dass das so bleibt. Mit so angerüschtem Mädchentütü-Quatsch kannst du mich jagen. Ach komm schon, Spike. Ein bisschen tanzen ist doch nett. Nett? Das ist ja wohl viel mehr als nur nett. Ich würde sofort hingehen. Stellt euch vor, ich hätte dort einen Apfelverkaufsstand. Die erschöpften Ponys könnten dann unsere leckeren Apfelprodukte kaufen, um sich zu stärken. Hast du eine Ahnung, wie viel Geld ich für unsere Scheune verdienen könnte? Mit dem Geld könnte ich dann unser Zuhause ganz schön auf Vordermann bringen. Zum Beispiel könnte ich das kaputte Dach reparieren. Big Macintosh könnte sich endlich einen schicken neuen Flug kaufen. Und Granny Smith endlich eine neue Hüfte. Ich würde meinen linken Huf dafür hergeben, zu dieser Gala gehen zu dürfen. Also, naja, wenn das so ist, hast du Lust mit... Ladies, wir reden doch hier von der prachtvollen Galloping-Gala. Rainbow Dash. Du hast mir erzählt, du wärst zu beschäftigt, um mir bei der Apfelernte zu helfen. Mit was warst du beschäftigt? Mit Spionieren? Nein, ich brauchte meinen Schönheitsschlaf. Und ich habe auch nur ganz zufällig gehört, dass du noch eine Extrakarte hast. Ja, schon, aber... Ja! Das ist ja so wahnsinnig toll. Die Wonderballs führen wieder ihre Flugshow auf der prachtvollen Galloping-Gala vor. Ich sehe es förmlich vor mir. Gerade wenn alle Ponys ihre Augen gen Himmel heben, um die Flugshow der Wonderballs zu verfolgen, taucht plötzlich noch jemand am Himmel auf. Ich, Rainbow Dash. Ich würde die Aufmerksamkeit des Publikums auf mich ziehen mit meinem super Hochgeschwindigkeitsgalopp. Sie werden praktisch hypnotisiert von Pony, das fliegt wie der Blitz.
dann würde ich zum großen Finale ansetzen mit meinem Supernova-Blender. Ich schwöre euch, die Ponys würden durchdrehen. Die Wonderboys kämen gar nicht, um hinzuzugeben, dass ich die Beste bin und würden mich umwerben. Und dann würden sie mich in ihre Truppe aufnehmen. Kapierst du es denn nicht, Twilight? Ich schwör's dir, das könnte mein absoluter Durchbruch werden. Du musst mich mitnehmen. Jetzt halt mal die Luft an, du Nervensäge. Ich habe zuerst gefragt, ob ich sie begleiten darf. Ich habe aber noch nicht gehört, dass sie ja gesagt hat. Oh ja. Ich würde sagen, wer gleich das Hufdrücken gewinnt, der bekommt die Extrakarte. Jetzt hört auf. Das sind meine Karten, versteht ihr? Ich entscheide, wer mitgeht. Alles klar? Ich gebe die Karte derjenigen, die mir den besten Grund liefert, wieso sie dahin will. Genug Geld verdienen, um die Scheune zu verschönern? Die Chance bekommen, den Wonderboards was vorzufliegen? Granny könnte sich eine neue Hüfte kaufen. Mein Traum ging in Erfüllung. Oh Mann, ihr habt beide ganz schön viele gute Gründe. Oh je, habt ihr das gehört? Leute, ich verhungere gleich. Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mit einem leeren Magen kann ich nicht denken. Also, denke ich beim Mittagessen weiter darüber nach und treffe dann eine Entscheidung, okay? Okay. Hast du dir schon überlegt, wem du die Karte gibst, Twilight? Nein, nein, noch nicht, Spike. Aber ich kann wirklich nicht denken, wenn ich hungrig bin. Also, wo gehen wir hin? Fledermäuse! Ich hab Fledermäuse im Gesicht! Hilfe! Moment, das sind doch Karten für die prachtvolle Gallopingala! Das ist die unglaublichste, fantastischste, sagenhafteste, hinreißendste, sensationellste Party in ganz Equestria! Da wollte ich schon immer, immer mal hin! Auf der großen Gallopingala war ich bisher noch nie. Auf der großen Gallopingala voller Glanz und Magie. Hip, hip, hurra! Aber nun besucht sie auch Pinky. Dort gibt es Luftschlangen, Lichterketten, Windräder und Luftballons. Ich schlag mir den Bauch mit Zuckerwürfeln, Nutschern, Eiscreme, Torte und Brause voll. Und am Schluss spiele ich mein liebstes aller Lieblingsspiele. Steck dem Pony den Schweif an. Auf der großen Galloping Gala war ich bisher noch nie. Auf der großen Galloping Gala voller Glanz und Magie. Auf der wohl prächtigsten, tollsten, mächtig wundervollsten Gala unserer ganzen großen Galaxie. Ich danke dir, Twilight. Das ist das unglaublich wundervollste, schönste Geschenk. Ja, und eigentlich... Das sind doch nicht etwa Karten für das, was ich denke. Ja. Twilight nimmt mich mit zur prachtvollen Galloping-Gala in Ketchalot. Die Gala? Ich habe bis jetzt jedes Jahr eine Spezial-Gala-Kollektion herausgebracht. Aber bis jetzt hat man mich noch nie dazu eingeladen. Dort ist der Ort, wo sich Stars und Prominenz treffen mit Glamour-Faktor. Und ich weiß genau, dort gehöre ich hin. Denn mein Platz ist natürlich dort, wo er ist. Oh, er! Wer? Na, er. Leichthufig würde ich mich unter die Gäste mischen und alle würden sich fragen, wer ist diese geheimnisvolle Stute? Keiner würde darauf kommen, dass ich nur ein einfaches Pony aus Ponyville bin. Alle wären so hingerissen von mir, dass mich sogar Prinzessin Celestia höchstpersönlich empfangen würde. Und die Prinzessin wäre so beeindruckt von meinem Stil und meiner Eleganz, dass sie mich ihm vorstellen würde, ihrem Neffen. Den mit Abstand hübschesten, attraktivsten, begehrenswertesten Einhornhengst in Kinterlot. Unsere Blicke würden sich kreuzen, unsere Herzen verschmelzen und unsere Tanzschritte eine glückselige Einheit bilden. Er würde augenblicklich um meinen Huf anhalten. Und selbstverständlich würde ich ja sagen. Wir würden eine königliche Hochzeit feiern, wie es eigentlich nur einer Prinzessin gebührt. Allerdings wäre ich natürlich nach meiner Heirat mit ihm, dem Hengst meiner Träume, eine. Oh, Twilight! Ich kann es nicht fassen, dass du lieber mit Pinkie Pie hingehst, die nur feiern will und mir damit die Chance versagst, meine große Liebe zu treffen. Wie kannst du mir sowas nur antun? Hey! Angel, die sind ja perfekt. Leute, jetzt hört mir mal zu. Ich habe mich doch noch gar nicht entschieden, wem ich die Extrakarte geben werde. Noch nicht entschieden? Entschuldige bitte. Twilight, ich wollte dich fragen. Ich meine natürlich nur, wenn du die Karte noch niemand anderem versprochen hast. Du? Wie bitte? Du willst auch auf die Gala gehen?
Oh nein. Ich meine, ja, oder besser gesagt, irgendwie schon, wisst ihr. Die prachtvolle Galloping-Gala interessiert mich eigentlich nicht so sehr dafür, aber der unglaublich wunderhübsche private Garten der Prinzessin. Es heißt, die Blumen, die dort wachsen, seien die prächtigsten und wohlriechendsten in ganz Equestria. In der Nacht, in der die Gala stattfindet, heißt es, werden sie alle gleichzeitig blühen. Ihr glaubt gar nicht, was es dort für eine Tierwelt geben soll. Dort gibt es Enten und Tukans und Indianerdommeln, Kolibris, die Nektar saugen und niedlich grummelige Geier. Blaukehlchen, Rotkehlchen, Grünfinken, Rosafinken und Flamingos. Ach, je, Fluttershy, das klingt ja wunderschön. Moment, nicht so schnell. Rainbow Dash, sag mal, hast du mich verfolgt? Nein, ich meine ja, ich meine vielleicht. Das spielt doch keine Rolle. Ich kann nicht riskieren, dass du dich überreden lässt und die Karte eventuell irgendwem schenkst. Rainbow Dash, jetzt halt mal die Luft an. Applejack, hast du mich etwa auch verfolgt? Oh nein, ich bin nämlich nur Rainbow Dash gefolgt, um sicherzugehen, dass sie keine fiesen Tricks versucht. Du versuchst dir mein Ticket zu ergaunern. Wie bitte dein Ticket? Aber Twilight nimmt mich mit auf die Gala. Ich bin nicht schnell, du Leute, es gibt gar keinen Grund, mich anzuschreien. Aber Twilight... Ich treffe hier die Entscheidung und ich werde mich von euch nicht beeinflussen lassen. Und damit das klar ist, ich kann bei diesem Krach nicht denken. Außerdem habe ich Hunger. Und jetzt verschwindet. Kusch! Ich lasse die Schmeißung. Und macht euch keine Sorgen, ich finde schon eine Lösung. Hoffentlich. Spike, was mache ich denn jetzt nur? Alle meine 5 Freundinnen haben gute Gründe, auf die Gala zu gehen. Applejack oder Rainbow Dash, Pinkie Pie oder Fluttershy, Rarity. Oh, wem gebe ich denn nur die Karte? Haben Sie sich schon entschieden? Ich kann mich nicht entscheiden! Er wollte nur wissen, was du essen willst. Oh, ein Narzissen-Gänseblümchen-Sandwich, bitte sehr. Haben Sie zufällig Rubine? Nein? Na schön, ich hätte gern die Heupommes. Extra knusprig. Also, was denkst du, Spike? Nächstes Mal gehen wir in ein anderes Restaurant. Ich meine, ich mag ja Heu und das ganze Zeug, aber wieso können die nicht auch mal Edelsteine anbieten? Nein, ich würde gern deine Meinung zu meinem Kartenproblem hören. Ah, denkst du immer noch darüber nach? Spike, hör zu! Wer kriegt die Karte? Egal, für wen ich mich entscheide, die anderen werden sauer sein. Ich meine, ich könnte meine noch verschenken, dann wären es 2 Karten. Aber 3 meiner Freundinnen wären dann immer noch enttäuscht. Und wenn ihr Sandwich. Oh, danke sehr. Das sieht so lecker aus. Ich bin sicher, wenn ich erstmal was gegessen habe, dann kann ich auch wieder klar denken. Madame, haben Sie vor, Ihr Sandwich im Regen zu essen? Hä? Es regnet doch nicht. Was? Wieso? Was ist denn hier los? Hallo, beste Freundin, die ich hier hatte und immer haben werde. Und? Genießt du den Sonnenschein? Rainbow Dash? Was treibst du da? Was meinst du? Ich habe gesehen, dass das klügste und großzügigste Pony von allen nass wird. Also habe ich ein Loch in die Wolke geschlagen, damit du dein Sandwich im Trockenen verspeisen kannst, mehr nicht. Rainbow, du versuchst doch nicht, mir extra Aufmerksamkeit zu schenken und extra Gefallen zu tun, nur weil ich eine extra Karte habe. Oder etwa doch? Was? Ich? Nein, 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 aber natürlich nicht. Das würde ich nie tun. Aha. Also ehrlich, ich versuche jedes Pony vorm Regen zu schützen. Rainbow, ich fühle mich nicht wohl dabei, eine Extrawurst gebraten zu kriegen. Also würdest du bitte sofort dieses Wolkenloch schließen? Wie du willst. Das ist besser. Twilight? Hey, es regnet. Ach nein, ehrlich? Na los, komm mit, bevor du dich noch erkältest. Hoppla, entschuldige, Rarity. Oh nein, ach, die paar Tropfen stören mich nicht. Ich meine, wir sind doch immer noch die besten Freundinnen, oder etwa nicht? Und du weißt, was beste Freundinnen alles füreinander tun, nicht? Ein neues Styling! Hey, Rarity! Autsch, das ist doch wirklich nicht der... Au! Ich meine, danke, aber... Oh, das ist echt zu eng! Bitteschön. Oh, du siehst so hübsch aus, Herzchen. Ja, du hast recht, ich sehe wirklich gut aus. Und jetzt?
Du! Oh, Spike, ich habe ja so ein verwegenes, schickes, feuriges Outfit für dich. Oh, Spike. So, jetzt fehlt nur noch ein Hut. Ich sagte doch, ich will mit diesem Galaschnicki-Schnacki nichts zu tun haben. Ich warte in der Bücherei auf dich. Oh, Spike war uns sowieso nur im Weg. Im Moment geht es nämlich nur um dich und wie wunderschön dein Outfit für die prachtvolle Galloping Gala ist. Moment, die prachtvolle... Und oh, ach du meine Güte. Na, wenn das kein Zufall ist. Ich habe ein Outfit, das genauso aussieht wie deins. Man wird uns beide für Zwillinge halten. Niemand auf dem Ball wird schöner als wir beide sein. Alle werden sich darum reißen, sich mit uns zu unterhalten. Wir werden alle begeistern. Und am Ende dieser Nacht werden alle wissen, das wunderschönste, talentierteste und erfolgreichste Pony in ganz Equestria ist Rarity, das Einhorn. Und Twilight Sparkle ist natürlich auch ganz toll. Oh, ich weiß, was du vorhast. Du schleimst dich bei mir ein, damit du die andere Karte bekommst. Tut mir leid, aber so nicht. Du wirst auf meine Entscheidung warten müssen, genau wie alle anderen. So, und jetzt entschuldige mich bitte. Ich bin immer noch hungrig und will jetzt sofort was essen. Ach, du willst was essen, habe ich gehört. Das kann doch nur ein Witz sein. Ich habe hier Apfelkuchen, Apfelstreifen, Apfeltart, Apfeltaschen, Apfelkekse, Apfelcrumble und Apfelbrownie-Torte. Das Rezept ist von meiner Tante. Und was sagst du jetzt, beste Freundin? Oh, heißt das ja? Nein, nein! Ich weiß immer noch nicht, wem ich die Karte gebe, hörst du? Dieser Karren voller Leckereien macht die Entscheidung nicht einfacher. Applejack, ich bin jetzt noch unentschlossener als heute Morgen. Heißt das also vielleicht? Wer hätte gedacht, dass man sich über so viele Gefallen so schrecklich ärgern kann? Fluttershy, nein, nicht du auch noch. Oh, da bist du ja, Twilight. Ich hoffe, es macht dir nichts aus. Ich dachte, ich mache hier mal einen ordentlichen Frühjahrsputz oder so. Wir haben aber Sommer. Oh, na dann wurde es aber höchste Zeit, findest du nicht? Es war Angels Idee. Du machst doch nicht wegen der Karte hier sauber, oder? Oh, nicht doch. Ich habe hier nur sauber gemacht, weil du meine beste Freundin bist. Habe ich nicht recht, Angel? Oh, ja, der Frühjahrsputz war wegen der Karte. Nein, nein, nein! Also, ich danke dir und Angel dafür, dass es jetzt hier so sauber ist. Aber ich möchte meine Entscheidung in Ruhe treffen. Das heißt, ich möchte nicht mehr belästigt werden. Twilight steht als Freundin, steht zu mir, zu mir. Pinky. Sie ist wunderbar, ein Loblied sing ich ihr, nur ihr. Pinky. Eine Party, um sie zu ehren, feiern wir, ja wir. Pinky. Und gibt sie diese Karte für die Gala mir. Pinky! Ja, Twilight? Die anderen Ponys hatten originellere Ideen, um die Karte zu ergattern. Warte, was für eine Karte? Welche Gala? Oh, wusstest du das nicht? Twilight hat doch eine extra Karte für die prachtvolle Galloping Gala. Die prachtvolle Galloping Gala? Oh Gott, oh Gott, Leute, will ich nicht. Soll ich dir vielleicht beim Unkraut jeden helfen? Ich würde gerne meine Möhren mit dir teilen, Twilight. Was sollen wir jetzt bloß machen? Mal bitte vorwarnen, wenn du sowas tust. Ich hab das doch nicht mit Absicht gemacht. Los, Türen und Fenster verriegeln. Puh. Ha? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann es einfach nicht. Ich weiß, wie wichtig euch allen diese Gala ist, aber ich kann mich nicht entscheiden, egal was für schöne Geschenke ihr mir macht. Denn ihr seid alle meine Freundinnen und ich will euch alle glücklich machen. Doch es geht nicht. Ich kann es nicht. Twilight, meine Süße, ich wollte dich echt nicht so unter Druck setzen. Ich hab's mir überlegt.
Ich will die Karte gar nicht mehr. Gib sie doch einem anderen Pony. Ich werde auch nicht sauer sein, fest versprochen. Ich auch nicht. Ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich daran denke, was ich dir angetan habe. Oh Mann, ich auch. Man darf Freunde nicht so behandeln. Twilight, es war wirklich unfair von mir, dich so unter Druck zu setzen. Ja, und das bedeutet, ich bekomme die Karte. Ich krieg die Karte. Ich krieg die Karte. Ach, wisst ihr, naja, so richtig ausgefeilt sind meine Moves noch nicht, um den Wonderbolts vorzufliegen. Ich brauch die Karte auch nicht. Weißt du, irgendwie sind wir durchgedreht bei dem Gedanken, auf die Gala zu gehen, dass wir gar nicht gemerkt haben, dass wir dich fast wahnsinnig gemacht haben. Es tut uns leid, Twilight. Achtung, bitte notiere. Liebe Prinzessin Celestia, eine wichtige Lektion im Leben ist, dass man lernt, mit Freunden zu teilen. Aber wenn das, was man teilen will, nicht ausreicht und man merkt, wie die besten Freundinnen darunter leiden, macht es einen sehr traurig. Also, vielen Dank für die Einladung, aber ich kann beide Karten für die prachtvolle Galloping Gala nicht annehmen. Was? Wenn meine Freundinnen nicht hingehen können, dann will ich auch nicht gehen. Twilight, das musst du doch nicht tun. Nein, ich habe mich entschieden. Spike, schick den Brief doch bitte ab. Jetzt kannst du auch nicht mehr auf die Gala gehen. Das ist in Ordnung, Leute. Ich hätte dort doch sowieso keinen Spaß gehabt ohne meine besten Freundinnen. Auch nicht hinzugehen ist die richtige Entscheidung. Hast du schon wieder irgendwas verschluckt? Kann man dich nicht einmal aus den Augen lassen? Ein Drache wie du kann schon mal vernünftiger sein. Heiliges Hufeisen! Ein Antwortbrief von der Prinzessin? Wow, na das ging ja schnell. Meine treue Schülerin Twilight. Wieso hast du das denn nicht gleich gesagt, liebes Pony? 6 Karten für die prachtvolle Galloping Gala. Oh. Wie schön, jetzt können wir alle hingehen. Was sagst du dazu? Sollen wir dich zum Essen einladen? Das ist doch eine gute Art, dich zu entschuldigen. Ja, und ein guter Anlass zu feiern. Na los, komm schon, schneller. Na toll, und wieso bekomme ich keine Karte für die Gala? Und eine Karte für dich, Spike. Ich meine, ist ja eklig, jetzt muss ich auch dahin gehen.